Mit OneNote einen Vereinsvorstand organisieren. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich starte hier OneNote. OneNote öffnet sofort das letzte Notizbuch, das ich verwendet habe, und ich starte hier mit den Ideen. Bei einem Verein gibt es immer wieder Ideen, und anstatt dass die Teilnehmer warten müssen, bis die Sitzung stattfindet, kann ich ja dieses OneNote-Notizbuch freischalten für die Vorstandsmitglieder. Das geht hier unter Datei freigeben und ich kann hier die Personen mit ihrer Mailadresse einladen und hier bestimmen, was denn diese Person darf, bearbeiten oder allenfalls nur anzeigen. Das mache ich jetzt nicht. Ich bin zurück. Das Ganze ist auch online synchronisiert, also es ist auf OneDrive oder SharePoint gespeichert und wenn ich hier zu Office 365 gehe, sehe ich hier wieder Vorstand und hier erscheint wieder das Notizbuch, genau dasselbe und es ist wie gesagt synchron. Ich bin zurück bei der lokalen Version, ich arbeite lieber hier und fordere nun wirklich alle Mitglieder auf, hier Ideen, die sie irgendwann haben, sofort einzutragen, bei ihnen lokal oder dann eben online. Wenn diese Themen dann irgendwann aktuell sind, dann rutschen sie eventuell als Traktandumsvorschlag einen Schritt nach links. Also irgendwann wird das Thema wichtig und ich als Präsident nehme hier diese Ideen, zum Beispiel der Neumitgliederabend, das ist wichtig, das muss dringend traktandiert werden. Ich schneide das aus mit Ctrl-X. Als Präsident füge ich hier vorne bei den Traktanden mit Ctrl-V dieses Traktandum wieder ein. Ich nehme drei, vier Traktanden hier für die nächste Sitzung. Die findet am 23. Oktober statt. Und diese Traktandenliste ist noch nicht aktuell. Ich habe hier extra noch Nein hingeschrieben. Sie wird erst aktuell, wenn ich hier schreibe Ja. Und das ist zum Beispiel eine Woche oder 2 Wochen vor der Sitzung. Das kann man ja miteinander abmachen. Wir haben auch einen Newsletter und hier könnte man Ideen sofort reinschreiben. Also wenn ein Vorstandsmitglied wieder eine coole Idee hat für den Newsletter, dann können alle im Vorstand hier sofort ihre Ideen deponieren und müssen nicht auf die nächste Sitzung warten. Oder aus Sitzungen entstehen immer Pendenzen. Die Pendenzen führen wir hier online und man kann die Pendenz zum Beispiel priorisieren, ist es jetzt eine wichtige Pendenz? Wenn nicht, dann verschiebe ich die hier nach unten. Das hat nur zweite Priorität. Wer ist denn zuständig für diese Pendenz? Das ist eben Pirmin. Und gibt es da noch einen Termin? Eventuell. Ich kann entweder hier einen Termin eintragen oder ich kann auch hier aus diesem Kästchen ein Outlook-Termin erstellen. Ich gehe hier oben auf Outlook und ich kann sagen, ja, bis diese Woche oder nächste Woche oder vielleicht sogar benutzerdefiniert, bis wann muss das erledigt sein. Und wenn dieser Haken hier vorne gesetzt wird, ich stelle hier den Cursor hin, ich sage, das ist eine Aufgabe und zwar eine Outlook-Aufgabe. Ich sage, das muss bis morgen erledigt sein, dann erscheint hier ein Fähnchen und Achtung, beim Outlook ist das als Aufgabe deponiert. Ich wechsle also hier in der Taskleiste ins Outlook. Beim Outlook gehe ich hier zu Kalender und beim Kalender wähle ich die richtige Liste aus und ich sehe nun, Mitgliederliste bereinigen ist hier als Aufgabe hinterlegt. Und wenn ich hier drauf gehe, ist der Link zum OneNote-Notizbuch und wenn ich das dann erledigt habe, kann ich hier sagen, erledigt. Und ich schaue mal nach in OneNote. Hier bin ich zurück im lokalen OneNote. Es hat ein paar Sekunden gedauert, aber nun ist hier ein Haken. Klar, das ist der Outlook-Haken. Ich könnte das nun noch von Hand abhaken. In dem Sinne braucht es eigentlich diese Spalte hier gar nicht. Was habe ich hier noch?
Pro Vorstandssitzung, sage ich mal, gibt es zwei Entscheide. Ach, so viele sind es gar nicht. Es könnte doch jemand während der Sitzung sofort ein Entscheidprotokoll führen. Und weil ja alle im Vorstand hier mitarbeiten, könnte doch jemand hier das Entscheidprotokoll sofort nachführen. Das Thema, was beinhaltet der Entscheid, wann steht dann das, in welchem Protokoll, wurde das allenfalls einmal angepasst und wieder angepasst, ja, ich kenne das. Und hier Jahresbericht, der arme Kerl, der diesen Jahresbericht schreiben muss, der muss ja alle Protokolle durchlesen, aber hier könnte diese Person ja bereits während des Jahres hier Ideen eintragen oder andere Vereinsmitglieder. Oder eben Vorstandsmitglieder könnten hier bereits Ideen deponieren. Dann die Delegiertenversammlung, das ist immer dieselbe Checkliste. Anstatt dass diese Checkliste irgendwo in Papierform in einem Ordner liegt, hier online oder eben in OneNote. Oder dann die GV organisieren. Wer begrüßt, welche Gäste haben wir, wer schreibt das Protokoll, welche und so weiter. Also das kann man hier bereits planen und das ist ja jedes Jahr dasselbe. Adressen. Ja, Vorstandsmitglieder, vielleicht Gemeinderäte, Schulpflege. Welche sind die wichtigsten Adressen hier bereits hinterlegt? Oder hier bei der GV, vielleicht wäre es doch praktisch, ich hätte hier schon das Protokoll. Also das Protokoll ist hier hinterlegt, aber ich habe ja noch gar keine Protokollseite. Ich habe aber noch einen anderen Verein. Ich gehe da mal zu Ruderclub. Das ist nun ein völlig anderes Notizbuch. Da habe ich Mitglieder, ich habe ein Leitbild. Und hier bei Sitzungen habe ich das Protokoll und das schnappe ich mir. Ich mache hier bei einem Protokoll einen Rechtsklick und sage verschieben oder kopieren. Dann zeigt mir OneNote alle meine Notizbücher und ich gehe hier unten zu was? Vorstand Luzern, jawohl. Ich gehe hier aufs Plus und zwar bei der GV soll diese Seite, diese Protokollseite eingefügt werden und zwar als Kopie. Also kopieren. Ich gehe wieder zurück zu meinem Notizbuch Vorstand Luzern und sehe hier, ah, bei der GV hat es nun ein Protokoll gegeben. Natürlich passt das nicht, das ist das falsche Logo und ich muss das hier kurz anpassen. So, nun habe ich das angepasst. Ich habe das Logo hier oben rechts. Ich habe das Sitzungsdatum, die Zeit, wo, wer war anwesend, wer entschuldigt, wann findet die nächste Sitzung statt, wer hat das Protokoll geführt. Hier die einzelnen Traktanten und der Punkt ist bereits schon vorbereitet. Also, wer hier dann ein Protokoll schreibt, kann das sofort machen. Wer ist zuständig, Termin oder wie man das dann eben braucht. Und ich möchte doch hier. Das ist ja jetzt eine Seite. Immer wenn ich eine neue Seite mache, dass sofort das als Vorlage erscheint. Wie geht das? Ich bin ja gerade auf dieser Seite. Ich gehe hier zu Einfügen bei Seitenvorlagen, zu unterst auf Seitenvorlagen. Dann poppt hier eine Spalte auf und zu unterst sage ich die aktuelle Seite als Vorlage speichern. Jawohl, wie heißt die? Das ist Protokoll, Vorlage und als Standardvorlage für neue Seiten im aktuellen Abschnitt, genau, festlegen, das will ich. Und speichern. Das heißt, ich klicke nun die Spalte hier wieder weg. Wenn ich jetzt im Abschnitt GV bin und hier eine neue Seite erstelle, Seite hinzufügen, Achtung. Zack, ich habe wieder eine Vorlage und wieder und wieder. Natürlich könnte ich auch eine andere erstellen, aber grundsätzlich ist hier immer eine Protokollvorlage sofort vorhanden. Ich bin wieder zurück bei der nächsten Vorstandssitzung. Also jetzt kann ich wirklich drauf losarbeiten. Es ist immer aktuell. Es werden keine Papiere herumgeschickt. Ich habe immer die aktuellen Adressen. Die Pendenzen können alle im Vorstand überprüfen, ist es erledigt oder nicht. Also wirklich ein super Werkzeug mit OneNote. Natürlich ginge das alles auch mit Excel, aber das hier mit dieser Outlook-Aufgabe, das ist wirklich einmalig in OneNote. Das war's.